In Harkensee sind wir hier, mitten auf dem Land und in einer anderen Zeit, in einer früheren Zeit im Mittelalter. Ich bin Writing Bull, ich zeige euch hier die Early Access Version von Battle Brothers. Ich lade euch ein, Teil einer Söldner-Gang zu sein, einer Bande von Kämpfern, von Landstreichern, von Taugedieben, von Mietschwertern. Je nachdem, wie man zu denen steht, kann man die ganz unterschiedlich wahrnehmen, als lästige Gesellen oder als tapfere Handlanger, die für einen bereit sind, die Drecksarbeit zu machen. Und hier in Harkensee, da werden wir uns gleich um, haben wir eben einen neuen Auftrag angenommen. Wir sollen einen Wiesel fangen, aber kein Tierfänger sind wir, nicht als Tierfänger sind wir unterwegs, sondern einen Gauner, einen Banditen, der den Spitznamen das Wiesel hat, den sollen wir finden. Und wir, das sind nicht nur, das bin nicht nur ich und das seid nicht nur ihr, liebe Zuschauer, das ist auch der Entwickler, ein Entwickler, höchstpersönlich, Jan Tax aus Hamburg, Overhype Studios, willkommen. Ja, moin, hallo. Wir sind hier unterwegs mit diesem Indie-Spiel, das ihr zu dritt zusammen tackert. Es kommt irgendwann raus. Wann eigentlich? Auf Early Access gibt es es schon lange, seit über einem Jahr. Wir nehmen das hier auf im März 2016, im Januar letzten Jahres seid ihr damit, glaube ich, rausgekommen im Early Access. Wann kommt denn die finale oder zumindest die richtige Release-Version raus? Ja, genau, gestartet sind wir im Mai 2015 und der Release ist noch nicht 100% fix. Es wird aber auf jeden Fall dieses Jahr sein, wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte. Da werden wir noch einen genauen Termin festlegen. Ganz kurz hatten wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen, es ist ja alles auf Englisch. Wird es eine deutsche Version geben und wovon hängt das ab? Ja, das ist für uns, wir sind ja wie gesagt nur drei Leute, ein sehr großer Aufwand, eine Sprachversion anzulegen für eine andere Sprache. Es sind sehr, sehr viele Texte im Spiel, die alle übersetzt werden müssen und wir konzentrieren uns im Moment eher darauf, das Spiel fertigzustellen. Und wenn der Full Release dann gut läuft, dann haben wir auf jeden Fall auch die Mittel, eine Sprachversion zu machen und Deutsch wäre natürlich für uns als deutsche Entwickler eben auch naheliegend. Viele Zuschauer sagen bei der Gelegenheit sicher, ich kann euch richtig denken hören, ich höre es gerade, das sind doch deutsche Entwickler, warum bringen die das Spiel nicht gleich auf Deutsch und übersetzen das dann ins Englische, aber das ist bei der Spieleentwicklung tatsächlich auch bei deutschen Spielefirmen einfach nicht üblich. Man macht das in der Regel erstmal auf Englisch, warum eigentlich? Für uns ist vor allen Dingen der Grund, dass wir eben über die Plattform Steam das Spiel verkaufen und wir da eben einfach die Zielgruppe, wir verkaufen 60% unserer Spiele in Nordamerika ungefähr und da sieht man schon, dass der Markt einfach so groß ist, den kann man erstmal als so kleiner Entwickler sich kaum leisten zu ignorieren. Also wir haben eine kleine Gruppe von drei Söldnern hier, wir waren eben dabei neue Leute anzuheuern, neue Mietschwerter. Ein paar brauchen wir, glaube ich, schon. Die richtig tollen Kämpfer gibt es ja nicht, die finden wir vielleicht auch an anderer Stelle, aber vielleicht der ein oder andere, der ein bisschen gut ist. Aber diese Vagabunden, die hier einen besseren, die nicht so schnell schlapp machen, nicht so schnell müde werden im Kampf, sind aber vielleicht ja auch nicht so richtig treu bei der Sache, oder? Ich finde, die Vagabunden sind eine sehr günstige Variante. Wie du schon gesagt hattest, die haben eine gute Ausdauer. Und solange man sie bezahlt, bleiben die eigentlich auch bei der Stange. Oh, dann machen wir das. Dann holen wir uns den heimatlosen Wolf dazu, heuern den an, kostet einmal 180 und 6 Kronen pro Tag. Da haben wir noch einen zweiten von. Das ist der hier, auch ein Vagabund. Selbes Prinzip, etwas anderer Basispreis nehmen wir auch mit. Der hat ja immerhin so ein kleines Taschenmesserchen gehabt, mit dem er bewaffnet war. Mal gucken, dieser Fischermann, der Fischer, der hat weder Vor- noch Nachteile, der ebenfalls nicht. Und das hier, das ist dieser Hausierer. Weiß nicht. Die Frage ist natürlich, ist der gut als Bogenschütze? Dann wäre er eventuell geeignet. Das können wir ihm jetzt wiederum nicht ansehen. Nee, wir haben das mit Absicht so gemacht. Die haben auch noch spezielle Eigenschaften. Zum Beispiel ist einer etwas feige oder einer ist sehr schnell oder so. Aber das sieht man da nicht. Eben wenn man denjenigen auf dem Marktplatz dann eben anspricht, dann würde er es auch einem nicht gleich unter die Nase reiben. Und dadurch hat man auch so eine kleine Überraschung, wie die Werte genau ausfallen. Und es geht eben auch darum, dass es keine perfekten Kampfmaschinen sind, sondern dass es eben Leute sind, die noch nicht gekämpft haben, die vielleicht auch aus Verzweiflung sich als Söldner anbieten und die eben vielleicht auch eine etwas traurigere Hintergrundgeschichte haben. Wir schauen mal nach, die beiden, die wir uns gerade angelacht haben, was die für Sonderfähigkeiten haben. Boni und Mali, das ist der heimatlose Wolf, ein Vagabund, das wissen wir schon, macht nicht so schnell schlapp. Andere Eigenschaft noch, er ist ein Optimist. Wenn er auf ein Glas schaut, das halb leer ist, hält er es für halb voll. Das heißt, er hat, wenn es darum geht, im Kampf gehe ich stiften oder nicht, dann kann es eher passieren, dass er bleibt.
Ja, das war eine sehr gute Eigenschaft, die man eben jemandem nicht unbedingt auf den ersten Blick ansieht. Das ist dieser Wert hier. Und dann haben wir noch diesen Herrn hier, Raimund, und er hat Adleraugen. Kann er eigentlich nur in taktischen Gefechten weit blicken? Kann er also Gegner entdecken, die weiter hinten stehen, oder hilft es auch der Gruppe auf der Strategiekarte? Nee, das bringt ihm nur was im taktischen Kampf. Da hat er kann er ein Feld weiter gucken als die anderen. Furchtlos ist er auch, hat noch besseren Wert hier bei der Moral. Das ist klasse. Und er hat eine Ledertunika. Naja, für den Anfang nicht schlecht, aber auch nicht gut. Hat dieses kleine Obstmesser dabei, mit dem er wahrscheinlich dem Gegner Angst anjagt, indem er sagt, trau dich nicht, mich zu nähern, sonst schneide ich mir damit selber in den Finger. Und er hat ebenfalls ein Messerchen. Die brauchen bessere Waffen, oder? Auf jeden Fall. Mit den Messern kommt man nicht so weit. Das ist eher so absolute Verzweiflungswaffe. Ich habe dem einen mal diesen Milizspeer gegeben und der andere, dem kann man doch hier diesen Knüppel geben. Der Knüppel hat noch eine Sonderfähigkeit. Der ist zwar nicht so unglaublich gut im Kampf, aber er hat noch die Sonderfähigkeit oder den Sonderschlag Knockout. Ja, den kann man benutzen, um tatsächlich den anderen für eine Runde außer Gefecht zu setzen. Wenn man trifft und den anderen K.O. schlägt, dann setzt er eine Runde aus und das kann extrem hilfreich sein. Gehen wir die mal als Zweitmesser, als Zweitwaffe zu einem... Oh, pardon, das war keine Absicht. Als Zweitwaffe, wie geht das mit Steuerung genau? Mit Steuerung und Rechtsklick hat er jetzt noch eines der Messerchen im Gepäck. Wir können natürlich auch rüberziehen, so geht es ebenfalls. Und dann gebe ich hier noch dieses winzig kleine Buckelschildchen. Das gebe ich dem hier. Und das war's dann schon. Ja, besser als nichts. Besser als nichts. Aber vielleicht für einen der beiden oder für zwei noch eine Kappe. Finden wir hier irgendwas? Ich gehe mal wieder raus und gehe mal auf den Marktplatz schauen. Aber so richtig doll ist das nicht. Das sind einfache Hüte. Sollen wir die hier kaufen oder sollen wir uns einen besseren Ort suchen? Was meinst du? In den kleinen Städten sind generell die Preise niedriger, aber dafür hat man eben auch die Verfügbarkeit von Ausrüstung ist auch schlecht. Oft sieht man das auch hier, dass die Sachen schon beschädigt sind, die man hier kauft. Ich würde nochmal den großen Schild ganz links mitnehmen. Davon kann man nie genug haben. Kauf von denen einen einfachen Rechtsklick und er ist weg. Die kleinen Schildchen, die sind nicht so dolle. Was ich gerne kaufen würde, damit wir das einfach mal zeigen können, das ist so ein Fischernetz. So ein Wurfnetz. Ja, damit. Sehr gut. Ja, und eine Kappe, keine Kappe. Eine nehmen wir mit. Eine nehmen wir mit, wir haben es ja. Und gehen dann noch ein letztes Mal zurück hierhin und weisen den Leuten das dann zu. Der hier, der kriegt dieses Schild hier. Wenn die übrigens hier zugewiesen sind, einmal bei der Ausrüstung auf der linken Seite, dann werden die automatisch repariert. Das heißt, dann kommt dieses Hämmerchen, das gelbe Hämmerchen-Symbol automatisch. Da muss man das nicht manuell einstellen. Und dem geben wir noch diesen Hut. Das Fischernetz, das geben wir beispielsweise ihm hier als Zweitwaffe. Oder hier den Betäuber. Den können wir auch im Rucksack tragen, ja. Kommen wir auch. Packen wir hier hin. Alles klar? Sehr gut. Brauchen wir noch mehr Nahrung? Ich denke nicht. Das reicht ja bei 5 Leuten relativ lang, 4 Tage. Oder würdest du gerne noch was kaufen wollen? Wir sollten in dem Fischerdorf, hier gibt es besonders günstig Fisch, da könnten wir noch mal eine Portion mitnehmen. Ist nur unwesentlich teurer als Getreide und hält einen Tag länger. Ich behaupte, ist auch eine nette Abwechslung auf dem Speiseplan. Genau. Und raus. Und jetzt verlassen wir das Dorf und mal schauen, was dann passiert. Gar nichts. Wir rennen nach Wulfenburg. Wir haben Ziele hier rechts oben. Ich dachte, die werden einem noch durch ein Textfenster angezeigt. Das war schon vorher passiert, genau. Und da wird einem empfohlen, dass man eben auch in der kleinen Stadt kann man sich Ausrüstung kaufen und Leute. Aber man soll auch noch mal in der größeren Stadt vorbeigucken, weil es da eben, weil man dann sieht auch den Unterschied an der verfügbaren Ausrüstung, an den verfügbaren Söldnern, dass man auch ein Gefühl dafür kriegt für die unterschiedlichen Siedlungen. Es wird dunkel und das bedeutet, dass hier bald auch unheimliche Gestalten herumlaufen. Es gibt einen Tageswechsel. Oh, was passiert denn da? Hier ist es jetzt, wir sind unterwegs zu der größeren Stadt. Und die Mitstreiter geben einem hier nochmal ein paar kleine Tipps mit auf den Weg. Da wir jetzt kein Tutorial in dem Sinne haben oder eine Einführung ins Spiel, ist es hier so, dass die Begleiter so ein bisschen die Rolle übernehmen und einem eben so ein paar Tipps geben innerhalb des Spiels, dass man mal in der Taverne zum Beispiel vorbeigucken soll. Ja, eben so kleine Hinweise. Gehen wir doch gleich mal einen Saufen.
unter dem Vorwand, dass man da gute Tipps bekommt. Gehen rein nach Wolfenburg, ach, sagen wir einfach Wolfenburg, und stellen fest, wow, das ist ja auch schon mal ein richtig, richtig großer Ort mit einer sehr, sehr stattlichen Burg da, die auf dem Hügel prangt. Und können wir machen das natürlich, ne? Wir gehen mal in der Taverne ein trinken. Das gab es in den früheren Versionen auch noch nicht. Zwei Dinge, zwei Features stehen einem hier zur Auswahl, Jan. Ja, wir haben hier einmal, können wir uns mit den örtlichen Kneipensitzern da unterhalten. Es kostet natürlich ein bisschen was, die wollen ja auch was trinken, man will ja auch was trinken. Und die teilen dann mit einem so kleine Gerüchte, kleine Geschichten. Es können auch Tipps sein, Hinweise. Und manchmal lohnt sich das, weil sie einem zum Beispiel verraten, dass sie gehört haben, dass nördlich der Stadt im Wald es eine versteckte Ruine geben soll. Ein bisschen erzählen die auch immer selbst, aber so richtig ins Plaudern kommen natürlich erst, wenn wir denen einen ausgeben. Sowas zum Beispiel ist natürlich jetzt nicht so hilfreich, aber es ist eben auch ein bisschen für die Atmosphäre. Das war jetzt wirklich ein Griff ins Klo. Rechte Seite, wir können auch den eigenen Leuten Geld geben. Dann werden Werte von denen erhöht oder werden die einfach nur besoffen? Es gibt dann die Chance, einmal, dass ihre Stimmung steigt, was ihnen dann im Kampf eine höhere Moral gibt. Es kann aber auch sein, dass sie betrunken werden und sie dann einen Kater bekommen und das senkt natürlich ihre Kampfkraft. Also das muss man sich immer gut überlegen, ob man denen das gönnen will. Ich gönne denen das. Die haben eben so wacker gekämpft. Beide gut gelaunt jetzt. Sehr gut. Ja, besser geht's nicht. Schauen wir uns auch mal an, was das hier an Werten bedeutet. Welcher war es? Der hier war es. Welcher Wert ist jetzt erhöht? Wir sehen halt dieses kleine runde Icon mit der Theatermaske, wenn du da einmal drauf zeigst. Das heißt, sie haben einen höheren Mutwert und es kann eben sein, dass sie, wenn jetzt in den Kampf gehen, dass sie schon starten und dann zuversichtlich sind. Und das gibt ihnen dann tatsächlich einen Bonus auf ihre Kampffähigkeit. Sehr gut. Die machen dasselbe wie ich, wenn ich immer ein Multiplayer-Match beginne, bei irgendeinem Let's Play-Livestream zum Beispiel. Vorher saufe ich mir immer Mut an. Sehr gut. Okay, haben wir uns die angeschaut, gehen wir wieder raus. Und was gibt's hier sonst für Möglichkeiten? Wir haben hier jetzt einmal, nachts sind natürlich die ganzen Läden geschlossen. Und dadurch ist natürlich jetzt hier nicht viel Interaktionsmöglichkeit. Taverne hat natürlich immer geöffnet. Hat immer geöffnet. Und man soll gar nicht denken, das ist ja nicht, es gibt auch einen gewissen Fantasy-Einschlag, ihr habt eben gehört. In einer mittelalterlichen Welt kann es sein, dass plötzlich im Hintergrund moderne Kommunikationsmittel laut ertönen. Habt ihr vielleicht gerade gehört, Smartphone war zu hören. Unfassbar, habt ihr ein echtes Fantasy-Element hier eingebaut. Ja, das haben wir mit Absicht eingebaut. Das wird auch noch rausgepatcht. Ja, das kriegen wir auch alles noch hin. In der Taverne waren wir schon. Das heißt, wir sind jetzt gezwungen, wieder rauszugehen und zu warten. Weil hier können wir ja keine Leute anwerben im Augenblick. Gehen raus und jetzt drücke ich noch einmal auf die Leertaste, weil es gibt eine Möglichkeit hier, Dinge zu beschleunigen. Nicht nur den Lauf der Zeit, sondern auch zum Beispiel das Reparieren unserer Ausrüstung. Ja, das ist eine neue Funktion, die wir eingebaut haben. Und zwar kann man jetzt sein Camp, sein Lager aufschlagen. Und das sorgt dann dafür, dass die Zeit schneller vergeht, dass eben aber auch schneller Rüstung repariert wird und Wunden schneller heilen. Und das eignet sich eben auch, wenn es Nacht ist, um wieder abzuwarten, bis der Tag kommt. Das hat übrigens durchaus Auswirkungen, welche Tageszeit wir hier haben. Nicht nur, was die Öffnungszeiten in den Städten betrifft, sondern auch, auf was für Gestalten man trifft in der freien Wildbahn und ob man da unbeschadet durchkommt, oder? Ja, es sind auf jeden Fall diverse Monster unterwegs. Je weiter man sich von den Straßen und den besiedelten Gebieten entfernt, desto gefährlicher wird es natürlich. Es kann aber natürlich sein, dass man einfach auf der Straße mal von Räubern überfallen wird, aber wir sind ja Söldner und wissen uns zu wehren. Definitiv. Und was auch eher, all diese Dinge können auch tendenziell eher passieren, wenn man ein Lager aufschlägt, weil dann ist man ja ein bisschen unvorsichtig und dusselt eventuell und dann kann es eher passieren, dass man überfallen wird. Ja, die Gegner sind dann auch ziemlich schnell da. Da die Zeit ja auch vorgespult ist, hat man natürlich wenig Zeit dann zu reagieren, falls man welche sieht. Genau. Ist es dann wahrscheinlicher, dass man angegriffen wird oder muss man dann einfach nur besser aufpassen? Ja, man, vor allen Dingen muss man besser aufpassen. Schauen wir mal in Wolfenburg rein. Jetzt sind die Leute da. Jetzt können wir bessere Leute anwerben. Drei sollen wir anwerben, hat uns das Programm empfohlen. Beziehungsweise unsere Kumpane. Ein Lehrling, der zum Beispiel, der sammelt eher Erfahrungspunkte und kann dadurch eher aufleveln nach erfolgreichen Kämpfen. Wen haben wir sonst noch?
Also hier haben wir noch einen Tagelöhner, der keine besonderen Fähigkeiten hat. Dann ganz oben haben wir einen desertierten Soldaten, der natürlich gut kämpfen kann. Er hat eine hohe Nahkampffähigkeit und Fernkampf, aber natürlich wenig Mut, sonst wäre er ja kein Deserteur. So ist es. Und wir haben hier noch Hugo, ebenfalls, das ist der Lehrling. Und hier haben wir einen, der hat auf einem Bauernhof gearbeitet. Die sind immer sehr gut, relativ günstig, haben mehr Trefferpunkte und eine gute Ausdauer. Die sind eigentlich am Anfang sehr gut. Den schnappen wir uns schon mal auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch Gerold, nochmal einen Deserteur. Wir haben Ferdinand. Er ist auch nochmal ein Händler, also ein Hausierer, glaube ich, genau. Und den, glaube ich, wollen wir uns nicht genehmigen. Man sieht hier nochmal bei dem Deserteur, der unten, der Gerold, der hat schon ein Level. Also das heißt, der rechts, der gelbe Pfeil zeigt an, dass wenn wir ihn anheuern, dass er schon bereits Erfahrung hat und wir ihm schon mal eine Fähigkeit geben können. Dadurch ist er natürlich auch teurer. Damit haben wir auch die Möglichkeit, ihn selber zu skillen. Das heißt, die Erfahrungspunkte stehen uns zur Verfügung. Wir müssen da nicht irgendwas schon mal einfach akzeptieren, was der an Skills hat, sondern können die dem selbst noch verpassen. Ne? Ja, das ist natürlich gut, auch später im Spiel, wenn man jemanden verliert, dann kann man schon jemanden anheuern, der ein bisschen Erfahrung hat, da verliert man nicht so viel Zeit. Aber es kostet ein Schweinegeld. Einen haben wir jetzt angeworben, den Tagelöhner, den hättest du ja ganz gerne noch, ne? Ja, ich würde aber auch empfehlen, einen von den Soldaten anzuheuern. Wir haben noch genug Geld und die sind eben vor allen Dingen am Anfang doch sehr stark. Das lohnt sich. Der hier hat so, ja, welchen der beiden hättest du gerne? Der hier hat eine gute Rüstung an, hat schon ein Schild, da müssen wir nichts mehr machen und den können wir einfach so ins Gefecht schicken. Oskar, auf geht's. Drei Leute haben uns jetzt geholt. Was würde passieren, wenn wir nicht die empfohlenen drei genommen hätten, sondern nur zwei? Hätten wir dann irgendeine Quest nicht erfüllt oder ist das okay? Ja, also es geht nur darum, dass wir insgesamt drei, also wir hatten jetzt in dem Fischerdorf ja schon zwei angeheuert, also wenn wir überhaupt jetzt drei anheuern, dann ist das schon erfüllt. Was haben uns denn hier für Leute angelacht? Diesen Harald, er trägt Sackleinen, immerhin nicht zerrissen, bringt fast nichts an Rüstungspunkte und er hat dieses entzückende kleine Obstmesserchen dabei, da bedanken uns wir uns aber sehr herzlich. Fähigkeiten bei ihm, blutdurstig. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Es gibt sogenannte Fatalities, wenn man das übersetzt, und ein Todesstoß, der besonders grausam den anderen umbringt. Und vor allen Dingen ist es so, dass man auch gegen Untote kämpft und eben, wenn man denen zum Beispiel damit den Kopf abschlägt, stehen die nicht wieder auf. Also es ist wie im echten Leben praktisch. Wie im echten Leben. Ist mir auch schon oft passiert, dass ich mir gesagt habe, geil, jetzt kann ich den Untoten komplett köpfen. Das müssen raue Sitten sein bei dir in Hamburg, wenn du auf die Straße gehst nachts. Ja, das ist kein Spaß hier. Da habe ich es ein bisschen besser. Hoher Initiativwert, das heißt, das hatten wir noch nicht behandelt, zeigen wir nachher in einem Kampf, dass man früher dran ist. Und das war Harald. Das ist Harald. Ein Narr, ebenfalls in fast nichts an Ausrüstung und an Werten. Auch er ist ganz zerbrechlich, der Kleine. Das ist schon mal nicht so gut. Er weniger Trefferpunkte hat er und ich glaube, die andere Fähigkeit, unsicher, ist auch sehr schlecht. Uns hier ein Bürschchen angelacht und außerdem hat er anscheinend noch wenig Haare auf dem Kopf. Obwohl, darüber soll man nicht spotten, sage ich, als Selbstbetroffener. Also den reservieren wir uns mal für die Option, als Ersten in den Kampf schicken, an die vorderste Front den Gegner stoppen und eventuell den Helden totsterben. Ja, auf jeden Fall. Aber solche braucht man auch in seiner Truppe. Wir könnten theoretisch, könnten wir ihn auch einfach löschen, also einfach wieder rausschmeißen. Aber machen wir mal nicht. Und wir haben noch Oskar dabei. Sehr gute Fähigkeit. Typ, ne? Genau, also der ist, hat sowieso sehr gute Kampfwerte und eben, dass er, wenn er sich bewegt, verbraucht er noch weniger Ausdauer und das ist natürlich besser. Cooles Bürschchen. Was ich schade finde insgesamt im Spiel, ich habe oft Schwierigkeiten, Leute zu finden, die gute Bogenschützen wären, weil in der Regel haben die alle diesen Nahkampfskill relativ hoch. Der ist so knapp unter 50, wenn man die das erste Mal kennenlernt. Mhm. Aber die meisten haben halt den Range-Skill, also für die Fernwaffen die Fähigkeit, unter 40. Man hat immer beim Start ja drei Leute. Einer von denen ist immer ein halbwegs guter Bogenschütze, die anderen beiden gute Nahkämpfer. Ich habe oft Schwierigkeiten, Leute zu finden, die gut mit Pfeil und Bogen umgehen können oder mit der Armbrust. Ja, es gibt ein paar Hintergründe, die das besser können. Das ist zum Beispiel der Jäger oder der Wilderer. Es ist aber auch so, dass bei einem Stufenaufstieg der Fernkampf, die Fernkampffähigkeit stärker steigt als die Nahkampffähigkeit. Und dadurch kann man die mit ein paar Leveln dann doch relativ gut hochkriegen. Da
sind die Fähigkeiten, die kann man aber erst freischalten, wenn man Erfahrungspunkte hat. Apropos, schnell die Leute ausstaffieren, ersten Auftrag suchen, die ein bisschen besser noch machen. Für 2 Leute brauchen wir mindestens noch Helme, 2 Schilde wären gar nicht mal so schlecht. Und wir brauchen für 3 Leute definitiv noch Rüstung. Lange Einkaufszettel, nicht? Auf jeden Fall, vor allen Dingen aber, dass wir noch 2 gute Waffen finden für die beiden, das ist sehr wichtig. Mit dem Messer oder mit der Faust am Anfang, da braucht man eigentlich nicht auf dem Schlachtfeld auftauchen. Es gibt ja einen allgemeinen Marktplatz, den gibt es ja in jedem Ort, aber es gibt teilweise noch diese Fachgeschäfte. Hier ein Rüstungsfachgeschäft und auf der rechten Seite ein Waffenschmied. Faustregel, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, auf dem Marktplatz ist alles ein bisschen billiger. Auch gleiche Waren sind auf dem Marktplatz etwas preiswerter, als wenn man die im Fachgeschäft kauft. Dafür ist die Auswahl da größer und man findet da viel, viel eher richtig gute Waffen oder richtig gute Rüstungsgegenstände. Genau, richtig. Bei den Fachhändlern, sage ich jetzt mal, also bei dem Rüstungsschmied und Waffenschmied, die es auch eher nur in der Burg gibt, gibt es eben dann auch die besonders hochwertigen Waffen. Zum Beispiel gibt es hier eine Rüstung, die, man sieht es hier genau, die über 2000 Kronen kostet und die gibt es natürlich auf dem Marktplatz nicht. Gehen wir erstmal, also hier können wir, was hatten wir gesagt, 3 Schilde brauchen wir? 2, glaube ich. Gehen wir erstmal kurz schauen, ob wir es auf dem Marktplatz billiger kriegen. Wir sind ja Schnäppchenjäger und stellen fest, ja, 2 Schilde können wir hier preiswert kaufen. Nehmen wir die mit? Ja, und sollen wir die beiden Schilde uns hier holen? Oh, ich fürchte, da hat Jan gerade sich aus Skype verabschiedet, unwillentlich. Der ist mir, glaube ich, gerade aus unserer Skype-Konferenz verabschiedet. Wahrscheinlich hören wir gleich irgendwelche elektronischen Störungen. Da bist du wieder. Ich habe dich zwischenzeitlich... Ach, dann benutze ich das hier mal. Ich gehe mal kurz, er kann mich anscheinend noch hören, kurz als Einkaufstour und kaufe ein paar Kleinigkeiten, kaufe hier 2 Schilde zumindest ein und sag mir dann, zu zweit ist es ja eigentlich schöner. Stoppe mal kurz und sage euch ein Tschüss, in kurz sind wir wieder da und dann sind wir auch wieder komplett da in diesem Let's Play Together mit Entwickler. Bis dann.